Platz und dann, wie gesagt, das Tor dann vor der Halbzeit und das direkt nach der Halbzeit, das hat uns dann natürlich auch extrem geholfen. Und am Ende, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, dass der Sieg verdient ist. Dagegen ist Bundesligist Augsburg ausgeschieden durch ein 0:2 bei der Spielvereinigung Unterhaching. Der SC Freiburg erreichte die zweite Runde durch ein 2:0 bei SV Oberachern. Auch der VfL Wolfsburg kam weiter, spielte 6:0 bei TuS Maccabi Berlin. Die Diskussion über deutsche Marschflugkörper vom Typ Taurus hält an. Bundeskanzler Scholz, SPD, ist dabei weiter zurückhaltend. Im ZDF-Sommerinterview sagte er, die Entscheidung müsse sorgfältig geprüft werden. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU ist vehement gegen eine Lieferung. Auf der Nachrichtenplattform X schrieb er, man würde damit in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen könnten. Die Bundesregierung überschreite immer wieder selbstgesetzte rote Linien. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann geht davon aus, dass Bürokratie und Personalmangel Deutschland unregierbar machen. Der grüne Politiker warnt, dass die öffentlichen Verwaltungen ihre Aufgaben kaum mehr schaffen könnten. Und die FDP kündigt an, dass die Ampelkoalition etwas gegen zu viel Bürokratie tun will, auch um die Wirtschaft zu entlasten. Marit Tesa. Die Wirtschaft brauche zwei Dinge. Entlastungen und Bürokratieabbau, sagt FDP-Fraktionschef Dürr. Mit den Koalitionspartnern SPD und Grüne solle jetzt so bald wie möglich über ein Gesetz zur Bürokratieentlastung diskutiert werden. Laut Dürr liegen die Vorschläge dazu schon auf dem Tisch. Nach der parlamentarischen Sommerpause sollen sie von Justizminister Buschmann auf den Weg gebracht werden. Vor ein paar Tagen hatte Buschmann schon von einem Bürokratie-Burnout in der Wirtschaft gesprochen. In Berlin ist an den Bau der Berliner Mauer vor 62 Jahren erinnert worden. Teilnehmer waren unter anderem Angehörige von Mauertoten, die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey sowie Vertreter von Bund und Ländern. Der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Klaus Meyer, rief zum Kampf für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte auf. Vielerorts wollten Menschen wieder Mauern der Abschottung und Ausgrenzung bauen. Am 13. August 1961 hatte die DDR mit dem Bau einer Grenze begonnen, weil immer mehr Bürger in den Westen abwanderten. Bei der offiziellen Feier zur Wiedereröffnung der Schiersteiner Brücke hat es Proteste gegeben. Rund 200 Menschen demonstrierten bei dem Festakt gegen einen Ausbau der Autobahn 643 auf einer pfälzischen Seite. Die Naturschützer und Radfahrer kritisierten, ein Naturschutzgebiet werde zerstört. Nach rund 10 Jahren Bauzeit war die Verbindungsbrücke nach Hessen symbolisch eröffnet worden. Ab morgen darf der Verkehr offiziell wieder rollen. Der Neubau hat 252 Millionen Euro gekostet. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Hessen. In der Nacht kühlt die Luft ab auf 18 bis 12 Grad. Im Süden kann es gegen morgen einzelne Schauer und Gewitter geben. Tagsüber ist es mal sonnig, mal wolkig und schwül. Gebietsweise sind teils heftige Schauer und Gewitter möglich bei 24 bis 31 Grad. Die weiteren Aussichten: Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter am Dienstag bis 30 Grad, am Mittwoch maximal 29 Grad. Die Zeit 19.04 Uhr. Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum.